Wow, es ist schon echt ziemlich dunkel, aber wir versuchen das jetzt trotzdem mal. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Im März habe ich ein Video hochgeladen über mein neues Buchprojekt und darüber, wie ich ganz generell schreibe und an ein Buchprojekt rangehe und im Speziellen, wie ich dieses Buchprojekt angehe. Es ging um ein Kinderbuch. Ab 10 Jahren war die Zielgruppe und ist die Zielgruppe immer noch. Wir haben jetzt Anfang Oktober und seit März ist viel passiert und ich dachte, ich date euch mal ein bisschen ab, was alles so passiert ist. Erstmal ist passiert, dass ich zum lokalen Autorentreffen meiner Heimatstadt gegangen bin. Mittlerweile habe ich schon 2-mal dort vorgelesen und habe mir Kritik abgeholt von anderen Hobbyautoren. Ich war vorher beide Male sehr aufgeregt, weil dort auch schon mal viel Kritik kommt und ich bin generell eine etwas unsichere und sehr selbstkritische Person und bei dem, was ich so in meinem stillen Kämmerlein schreibe, dann sehr unsicher, ob das bei anderen Leuten ankommt, ob das überhaupt irgendwas taugt. Und sich da Feedback zu holen, das hat ein bisschen Mut gekostet, aber das Feedback war absolut überwältigend positiv. Also ich bin ja rangegangen mit der Einstellung, es kann sein, dass sie das jetzt völlig zerreißen und tatsächlich kam es so gut an, dass ich überhaupt keine Kritik bekommen habe. Ich musste richtig bohren, um dann mal so ein bisschen zu hören, ja, das und das, das könnte man anders machen. Aber sonst waren die Leute total begeistert und meinten, sie würden jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Und das war eine große Erleichterung und hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben, beide Male. Das war sehr schön. Ich habe euch in dem Video auch erzählt, dass ich meinem Patenkind einen Brief schreiben wollte und ihr den ersten Teil, die ersten paar Kapitel zuschicken wollte. Das habe ich auch getan und sie hat es auch gelesen. Das ist auch schon mal ein großes Kompliment, glaube ich, dass sie tatsächlich von vorn bis hinten es durchgelesen hat und dabei geblieben ist. Es war natürlich nur der erste Teil des Buches, also die Arme kennt immer noch nicht das Ende. Wahrscheinlich war es von mir ein bisschen unrealistisch zu erwarten, dass ich da jetzt auch viel Feedback kriege von so einem Kind von 10 Jahren. Was sie so gesagt hat, ist, dass es ihr gut gefallen hat und dass sie ein paar andere Vorschläge hätte, Figuren anders zu nennen. Ich habe also fleißig weitergeschrieben, am Wochenende, nach Feierabend, immer dann, wenn Zeit war, und habe dann irgendwann nochmal der Literaturagentur geschrieben, mit der ich zusammenarbeite. Und meine Ansprechperson dort bei der Agentur hatte mir ja schon gesagt, dass ihr die Grundidee der Geschichte sehr gut gefällt. Und da habe ich gedacht, ja, ich bringe sie auch nochmal auf den neuesten Stand und sag mal, so weit bin ich jetzt. Und dann kam so zurück, schreib mir doch mal ein Exposé. Also für alle, die nicht so in dem Berufsfeld drin sind mit Büchern und Schreiben, Exposé bedeutet immer so eine Zusammenfassung, die Verlage und Agenturen nutzen, um zu wissen, was kommt denn in dem Buch vor. Und das habe ich geschrieben, habe es ihr geschickt. Da war ich mit dem Buchprojekt schon relativ weit. Ich hatte im Prinzip bis auf 2 Kapitel das ganze Buch schon fertig geschrieben. Und dann kam so zurück, worum geht es denn jetzt eigentlich? Wie würdest du denn jetzt in wenigen Sätzen für einen Klappentext beschreiben, worum es hier geht? Oder so eine andere Frage war, was ist der Unique Selling Point? Und als ich versucht habe, auf diese Fragen Antworten zu finden, bin ich richtig ins Straucheln gekommen und habe mir so gedacht, was ist denn jetzt das, worum es wirklich geht? Und ich konnte es nicht in einem Satz ausdrücken und habe mir so gedacht, wow, wahrscheinlich habe ich mich ein bisschen verzettelt. Und vielleicht ist es nicht so eine runde Sache, das Ganze, wie das von einem Kinderbuch vielleicht erwartet wird, weil man nicht sagen kann, genau das ist jetzt der Unique Selling Point. Und dann habe ich etwas getan, was ich sonst noch niemals getan habe. Ich habe nochmal grundlegend mir überlegt, was man anders machen könnte, nachdem ich schon so viel geschrieben hatte. Also das ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Und habe es nochmal komplett neu geschrieben. Also das ist was ich wirklich, glaube ich, noch nie vorher gemacht hatte, eine Geschichte so schon quasi fertig zu haben, dass nur 2 Kapitel fehlen und mir dann nochmal grundsätzlich zu überlegen, das und das mache ich völlig anders und nochmal vorne anzufangen. Es war dann so, ich konnte sehr, sehr viel wiederverwenden. Also ich musste nicht alles neu schreiben, aber es war schon eine ziemlich große Umkrempelaktion und es hat sich gelohnt. Jetzt ist die Geschichte erneut fertiggestellt und zwar komplett bis zum Ende. Und ich bin sehr viel glücklicher damit. Also es war sehr gutes Feedback, was ich da von der Agentur bekommen habe. Und jetzt haben sie sich ein neues Exposé erfragt.
Und das ist sehr gut angekommen. Da meinte jetzt meine Agentin, es klingt magisch und geheimnisvoll und witzig. Und dieses Exposé wird sie mitnehmen, wenn sie zur Frankfurter Buchmesse fährt jetzt im Oktober und wird es den Verlagen vorstellen. Das finde ich sehr, sehr aufregend. Das komplette Word-Dokument der Geschichte des Manuskripts habe ich ihr noch nicht zugeschickt, weil ich so ein bisschen mit dem Gedanken spiele, es meinem Freund nochmal vorzulegen, der immer ein guter Kritiker ist auch. Und vielleicht findet er noch was ich noch ein bisschen überarbeiten kann und dann kann ich es der Agentur schicken. Es kann aber auch sehr gut sein, dass es so in der Version, wie es jetzt vorliegt, einfach an die Agentur geschickt wird. Und dann wäre der nächste Schritt, dass sie für mich auf Verlagssuche gehen, was sehr spannend ist. Wer es auch gelesen hat, komplett die neue Version, ist meine Mama. Und sie hat es sich praktischerweise einmal ausgedruckt. Hier könnt ihr schon den Arbeitstitel sehen. Minna und die magische Stadt ist der Arbeitstitel. Arbeitstitel heißt, man hat dem Kind schon mal irgendeinen Namen gegeben, um es irgendwie benennen zu können, aber es wird wahrscheinlich nicht der Titel bleiben, den nachher auch das Buch tragen würde. Tatsächlich bin ich sehr schlecht darin, mir Titel auszudenken für die Bücher, die ich schreibe. Also es ist nie so, dass ich beim Schreiben schon weiß, wie das Buch mal heißen wird, sondern in aller Regel denken sich die Verlage die Titel aus für meine Bücher, weil die das einfach viel besser können. Aber Minna und die magische Stadt ist der Arbeitstitel. Und ich bin ja immer sehr vorsichtig damit zu verraten, worum es geht, weil ich da irgendwie so die Sorge habe, irgendwer stiehlt meine Idee und schreibt die Geschichte selbst und bringt sie viel schneller auf den Buchmarkt, als ich das könnte. Aber was ich sicher sagen kann, ist, es geht um Handwerk. Handwerk spielt eine ganz große Rolle. Und die Hauptperson ist ein junges Mädchen, Minna, die den großen Traum hat, Handwerkerin zu werden. Ein Waisenmädchen. Und sie reist in eine Stadt, wo die Handwerker magische Fähigkeiten haben und wird Lehrling eines Buchbinders. Ich glaube, mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. Aber das ist das, worum es grob geht. Meiner Mama hat es übrigens sehr gut gefallen. Das habe ich jetzt fast vergessen zu sagen. Sie meinte, sie wollte immer unbedingt weiterlesen, obwohl es ein Kinderbuch ist, was, glaube ich, sehr gut ist. Und sie hat auch mal ein bisschen geweint. Was ich auch als positives Zeichen deute, weil anscheinend so viele Emotionen hervorgerufen wurden bei ihr. Der nächste Schritt also. Meine Agentur geht jetzt im Oktober auf die Frankfurter Buchmesse und stellt den Verlagen das schon mal vor. Ich bin sehr gespannt, was da für Feedback kommen wird. Und das ist mein kleines Update zu dem Buchprojekt. Ich kann euch sehr gerne nochmal auf den neuesten Stand bringen, falls es da wieder was Neues gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir alle Gedanken und Fragen gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!